Einen schönen zweiten Advent wünsche ich Ihnen. Hier ist das Remscheider Fernsehen mit der 176. Ausgabe der Blitz News. Und ich habe für Sie die Nachrichten der vergangenen Woche bis zum 10. Dezember 2017. Hier im Studio präsentiert Ihnen die Nachrichten Ihr Michael Westkamp. Am Nikolausdach bringt ja der Nikolaus schöne Sachen. Nur in diesem Fall waren es Einbrecher, die den Nikolaus spielten und die machten genau das Gegenteil. Die nahmen süße Sachen mit und auch andere Sachen. In der Zeit vom Mittwoch, dem 6.12.2017, 23.15 Uhr bis zum 7. Dezember, 10 Uhr morgens, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Alleestraße. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem ein Tablet, einen Laptop, Besteck und Süßigkeiten, wahrscheinlich in Form eines Nikolauses aus Schokolade. Wer übt denn hier so laut? Und die Polizei und wir warnen vor Trickbetrügern. Jawohl! In Lennep kam es am Donnerstagvormittag des 7. Dezember 2017 in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr zu einem Raub. Ein unbekannter Mann gab sich bei einem Anwohner des Höhenwegs als Dachdecker aus und wollte einen vermeintlichen Wasserschaden reparieren. Als der 93-Jährige daraufhin in seinem Safe nach Geld schaute, um die möglicherweise anfallenden Reparaturkosten zahlen zu können, stieß ihm der Täter zur Seite. Der Mann griff nach dem Geld und flüchtete mit seiner Beute aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zudem rät die Polizei zur Vorsicht. Seien Sie skeptisch, wenn Unbekannte in Ihre Wohnung oder Ihr Haus wollen. Die Tricks der Täter sind dabei vielfältig. Sie geben sich als Handwerker, Techniker, Amtsträger oder Mitarbeiter von Firmen oder Rundfunkanstalten aus. Möglicherweise melden sich die Täter auch telefonisch und fragen Sie über Ihre Besitztümer aus. Seien Sie misstrauisch und legen Sie im Zweifelsfall auf. Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung. Händigen Sie kein Geld an Unbekannte aus. Verweigern Sie Haustürgeschäfte. Am Freitag, dem 8. Dezember 2017, gab es ab 22 Uhr ein riesiges Verkehrschaos in Remscheid durch andauernden Schneefall. Der Räumdienst fuhr nicht raus. Erst am nächsten Morgen wurden gegen 5.15 Uhr die ersten Fahrzeuge ohne Streuauftrag rausgeschickt. Sie schoben nur den Schnee zur Seite. Ab Samstagnachmittag wurde gestreut. Die Stadtwerke stellte um 24 Uhr den Busverkehr, den Linienverkehr, komplett ein. Zuvor wurde der Kremenholl, der Hohensberg und der Steinberg nicht mehr angefahren. Natürlich auch zum Rad ging keine Tour mehr. Die Taxizentrale war überfordert und legte vermutlich den Hörer daneben. Es war 10 Stunden lang das Besetzzeichen zu hören. Kein Tor! Hallo, liebe Fußballfreunde, hier ist wieder Ihre Sportecke im Remscheider Fernsehen TeleDMW. Es geht um den FC Remscheid, der seinen 18. Spieltag am 10.12.2017 hatte. Der FC Remscheid hat eingeladen den TSV Meerbusch und hat nicht verloren. Jawohl, hat auch nicht gewonnen. Also bedeutet das... Quatsch, es steht ja hier. Aha, 1:3 für den TSV Meerbusch. Ja, sowas aber auch. Das war am 13. August 2017 am ersten Spieltag. Es ist also eine weitere Begegnung mit diesem Verein. Sie können sich ungefähr ausrechnen, wie das ausgeht. Das alte Ergebnis, 1:3. Naja, für den TSV Meerbusch. Aber sie haben nicht gespielt am 18. Spieltag. Also die zweite Begegnung von dieser Mannschaft, dieser Mannschaftsaufstellung wird es nicht
heute geben. Das bedeutet, es hat geschneit und der Schiedsrichter hat Angst vor dem Schnee und die Spieler könnten sich ja verletzen und deshalb fällt das Spiel mal wieder aus. Zweites Spiel hintereinander, was ausgefallen ist. Nervende Baustellenampeln gibt es an folgenden Stellen. Erstmal in Remscheid-Güldenwerth und die wird noch bis Februar maximal bleiben. Sie wird zwar mal kurz verschwinden, kommt aber dann wieder. Bis Weihnachten wollen die das hinkriegen. Das glaubt kein Mensch. Dann gibt es eine Baustellenampel unten in der Klarenbach auf der Ronsdorfer Straße. Die ist aber nicht ganz so nervig. Und dann haben wir noch eine große Baustellenampel an, ich meine, ich hätte eine weniger gesehen, in der Baustelle Drecknase. Irgendwo haben sie eine einzige Ampel abgebaut. Da habe ich gestaunt. Jawohl, und die wird noch was länger bleiben. Auf der Leverkusener Brücke gibt es eine Starrenkastenausstellung. In jeder Fahrtrichtung bekommt man 2x4 Starrenkästen präsentiert. Einmal am Anfang der Brücke und einmal in der Mitte der Brücke und das auf jeder Fahrtrichtung. Auch ich bin Freitagabend ins Schleudern gekommen auf den Straßen. Einmal auf einer Landstraße in den Gegenverkehr. Gott sei Dank zur späten Stunde ab 22 Uhr nicht mehr so viel Betrieb. Kein Auto kam entgegen. Das passte mir gar nicht. Und dann bin ich noch vor einer Hauswand gerutscht. Eine Mauer, besser gesagt. Aber 2 Meter vorher bin ich stehen geblieben. Keine parkenden Autos davor. Richtig Glück gehabt. Ich sage es Ihnen. Sollten Sie nicht den Asphalt erkennen können, das heißt die schwarze Straße, bleiben Sie besser zu Hause. Ich wünsche Ihnen noch einen zweiten schönen Advent. Einen schönen zweiten Advent, so sagt man. Die zweite und Kerze nicht mehr brennt. Und denken Sie dran, im Anschluss der Nachrichten gibt es noch den Witz der Woche. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für den Wind, der ins Mikrofon gepustet hat. Bis zum dritten Advent. Tele-DMW. Ich wünsche mir zu Weihnachten einen Laptop mit Internetanschluss, damit ich jederzeit und überall Tele-DMW gucken kann. Schnell noch vor dem Auto hier hin. Zum Witz der Woche. Beim Remscheider Fernsehen natürlich zum Sendeschluss. Ja, da geht es um Timmy. Der bekommt zum Geburtstag eine Eisenbahn geschenkt. Und der freut sich natürlich. Und sofort fängt er damit an, im Wohnzimmer zu spielen. Er spielt und schreit wild durch die Bude. Alles einsteigen, die großen Arschlöcher nach hinten und die kleinen nach vorne. Das geht ungefähr eine Dreiviertelstunde so, bis der Mutter reicht. Sie sagt, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst damit, hier rumzuschreien, nehme ich dir die Eisenbahn wieder weg. Naja, und dann war der Timmy natürlich traurig und das geht aber trotzdem los. Timmy interessiert das nicht und er macht weiter. Alles einsteigen, die kleinen Arschlöcher nach vorne und die großen Arschlöcher nach hinten. Nach hinten. Daraufhin nimmt ihm seine Mutter die Eisenbahn weg. Nach einer Stunde Betteln gibt sie Timmy jedoch die Eisenbahn zurück und er beginnt laut zu schreien. Alles einsteigen, die kleinen Arschlöcher nach vorne, die große nach hinten, aber bitte etwas zügig, denn wegen dem Oberarschloch haben wir eine Stunde Verspätung. Bis zur nächsten Sendung. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Bis nächste Woche.